Chili con Carne gibt es auf jeder Party. Aber auf jeder Party schmeckt es gleich, nämlich meistens nach Tomaten und relativ wässrig. Wir machen aber heute ein Chili con Carne, mit dem ihr das Highlight auf jeder Party seid. Das Coole an diesem Gericht ist, wir haben Einflüsse aus drei Kulturkreisen. Wir haben einmal die Schokolade aus Südamerika, die Teriyaki-Soße, die eine schöne Süße abgibt aus Asien und das würzige Garam Masala aus Indien. Bei einem guten Chili con Carne ist ganz wichtig, die Reihenfolge der Zutaten zu beachten. Wir fangen nämlich an mit dem Rinderhackfleisch und das wird schön scharf angebraten. Danach kommen die Zwiebeln mit dazu. Jetzt kommen noch die Gewürze mit dazu und da habe ich einen kleinen Trick parat. Nämlich, wir machen uns in der Topfmitte eine kleine Stelle frei von Fleisch. Und da geben wir ein kleines Stück Butter mit dazu. Und in dieser Butter werden die Gewürze leicht erwärmt. So kann der Geschmack der Gewürze schön ins Fleisch übergehen. Nun kommt das Tomatenmark mit dazu. Durch den Zucker im Tomatenmark karamellisiert alles leicht. Und jetzt wird abgelöscht mit Portwein. Danach der Rinderfond mit rein. Und die Bohnen. Trick Nummer 2. Der Sud bei den Bohnen kommt bei mir mit ins Chili. Denn das gibt eine richtig schöne sämige Bindung und hat auch einen tollen Bohnengeschmack. Zum Schluss geben wir jetzt noch die Schokolade dazu. Das gibt eine richtig schöne schokoladige Süße. Trick Nummer 3. Die ganzen Chilis werden einfach nur mit dem Messer ein bisschen angepiekst. So kann das Capsaicin aus der Chili in das Chili con Carne übergehen. Aber wenn das Chili fertig ist, können wir die Chilis einfach wieder entnehmen. Ihr seht, jetzt noch ein bisschen Salz rein und schon ist das Chili fertig. Es dauert keine 10 Minuten, dann habt ihr alles zusammengerührt und jetzt darf es noch im Ofen für eine Dreiviertelstunde bei 180 Grad langsam vor sich hinschmoren. Dann entfalten sich nämlich die kompletten Aromen im Chili und nun habt ihr ein tolles und besonderes Chili, was auf jeden Fall eure Gäste umhaut. Als Alternative zu den Nachos habe ich jetzt mal ein bisschen indisches Papadam noch aufgepoppt und einen leckeren Korianderschmand gemacht aus Limette, Limettenabrieb und ein bisschen gehackten Koriander. Der kommt jetzt oben drauf. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Fleischglück-Kanal.